Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport FIFA 2. Ja, in der letzten Folge haben wir am Ende noch viel rumgetüftelt, um diese kleine Brücke hier zu designen. Aber ich finde, es hat sich gelohnt, es schaut cool aus. Wir haben eine gute Kreuzung und es berührt sich nichts. Klar, wir können jetzt irgendwann überlegen, dass wir sagen, okay, wir machen halt hier dann noch ein Schienensystem. Hier eine Anfahrt, hier eine Abfahrt, hier eine Auffahrt, hier eine Abfahrt. Einfach mal, um es zu sehen, rein theoretisch wäre es wahrscheinlich möglich, oder? Ja, wäre sozusagen möglich, halt erst ab einer bestimmten Größe. Aber es wäre möglich. Hier können wir auch sagen, so hier, komm her, ich nehme das jetzt hier. Zack, genau. Also funktioniert. Wir könnten das jederzeit so designen, dass du auf die Schienen zugreifen kannst. So, aber wir wollen heute weitermachen am Schienen verlegen. Und dazu gehen wir hier an den Bahnhof und fangen von hier aus schnell an, eine lange gerade Linie zu ziehen. Ja, halb gerade jetzt, weil da noch eine Kreuzung im Weg war. Aber egal. Das ist sowieso der böse Autoverkehr. Der soll ja weg. Der hindert uns am Profit machen. Der muss weg. So, okay, jetzt holen wir uns hier noch. Okay, jetzt will er hier in den Tunnel rein. Ihr wisst hoffentlich, dass ihr euch treffen müsst. Okay, das ist ein kleiner Hügel gewesen, der im Weg war. Aber das ging jetzt ordentlich flott. Das heißt, eine Kollision so. Das nächste Stückchen Gleis. Und dann haben wir bis hier schon die nächste Schiene verlegt. Das ging jetzt ein bisschen flotter. Ihr seht schon, wir haben jetzt hier so schön angeschlossen alles. Und jetzt kommt die nächste Herausforderung. Wir müssen über diese Schienen oder dieses Art Meer drüber. Dazu müssen wir jetzt erstmal hier unsere Hauptschiene wieder verlegen. Weil irgendwann sind die Bahnhöfe alle anders designt. Hier kriegen die alle ein bisschen Spielraum erstmal. Damit dann hier ein bisschen Spielraum ist. Dann von hier aus und dann geht der in das Gleis rein. So. Dann muss das noch ein bisschen vor, damit wir halt hier noch einmal den Wechsel durchführen können. Von Gleis zu Gleis. Und wenn die Fliegen nicht gleich von meiner Hand runter sind, gibt es hier ein kulinarisches... Was heißt hier? Steigung zu groß. Es ist ein Schienenpaar, das zusammenläuft. Kann es sein, dass die eine Richtung geht, aber die andere Richtung nicht? Lass mir die scheiß Kreuzung designen hier. Warum ist denn hier jetzt kein Bau möglich, hä? Oh Gott, das ist schon wieder so ein... Sagt er hier stehen. Ich kill's noch. Aua. Aber rein theoretisch sollte es ja reichen, wenn ich von hier aus nur noch nach hier eine mache. Ne. Schauen wir mal. Von welcher Seite aus geht's denn am besten? Ich würde sagen, wir gehen halt wirklich hier erstmal straight runter. Alter, diese Fliegen, die gehen mir so auf den Senkel. Mach ich hier eine Waffe wieder gegen, weil es sind so viele Fliegen mittlerweile geworden. Und die sind auch... Ich sag's euch, Fliegen sind echt interessante Tiere. Aber die gehen einem so auf den Senkel. Die haben auch null Charme. Die sind schlimmer wie jeder Duschbeck oder sowas.
So. Du blöde Fliege, geh jetzt weg von mir. Brücke. Nee, eigentlich nicht, aber wenn schon, denn schon, würde ich mal sagen, ne? Alter, diese Fliege. Ich krieg gleich einen Anfall, ne? Das ist schlimm. Die Fliege fliegt mir auf dem Ellenbogen oder irgendwo hin. So. Wir legen natürlich jede Strecke so ein bisschen für Hochgeschwindigkeitszüge raus. Deswegen versuchen wir das jetzt auch hier auch wieder. Deswegen mal so versuchen, wie weit kann ich hier ran, ohne dass ich... Perfekt, geht sie noch aus, gerade so. Ah, scheiße, okay. Ja, die eine Kurve müssen sie jetzt halt leider überleben. Muss jetzt halt so sein. So, der Bahnhof kriegt natürlich direkt mal die standesamtliche Einweihung. Links, rechts jeweils die Kreuze dran, damit die Leute rein und raus können. Perfekt. Dann gehen wir zum nächsten Bahnhof, machen dasselbe System wieder dran. So. Perfekt. Leute, erklärt mir, warum darf ich jetzt hier zum Beispiel nicht meine Ding bauen? Bau nicht möglich. Ihr sagt mir einfach nur, bau nicht möglich. Erklärt mir doch dann wenigstens, wieso nicht. Ich gebe mir doch nicht umsonst hier Mühe. So, okay, dann zum nächsten Bahnhof. Der nächste Bahnhof ist eh schon der. Gut, dann sind hier alle ausgelegt. Dann fehlen nur noch die Signale. Nach der Überführung kommen ein paar Signale, hier kommen ein paar Signale. So viele Züge sind ja da eh nicht unterwegs eigentlich, von daher ist es... eigentlich vollkommen übertrieben, was ich mache, aber ich gehe immer lieber auf Nummer sicher, weil eigentlich weiß man ja nie, was passiert. Wie soll ich jetzt? Habe ich falsch verbaut? Jetzt habe ich es verbaut. So. Zack, zack. Dann nochmal vorm Tunnel und hinterm Tunnel so ein Sicherheitsrage. Nach dem Wald hier. Signale müssen gebaut werden. Mal gucken, wo hier hin muss. Zack, hier hin. Dann kann ich nach dem Tunnel schon arbeiten anfangen. So. Und da geht es in unsere Tiefen. Und ich dachte, ich kill irgendwann diese Viecher. Ich
böse, wie sie da rumhüpfen. Diese Fliegen. Es ist die Qual. Bevor der Teil kommt mit den Autos. Und dann teilt sie es eh schon wieder auf. Gut. Dann müssen wir jetzt herausfinden, welche Linie das ist, die wir hier verwenden. So, das ist eine orange Linie. Oh Gott, welche bist denn du? Fernverkehr 02. Ach, ich hab's in den Fernverkehr umgenannt. Gut. Dann kann ich dich jetzt hinzufügen. Dann kriegst du jetzt nicht. Nein, 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 nein. Du bist eins. So, okay. Von Eisenfeld geht's dann zum nächsten Bahnhof. Na, dann nimmst du die zwei bitte. Und von hier aus geht es dann hier hin. Da passt der Bahnhof. Dann fahren wir wieder zurück. Habe ich denn alle den falschen Bahnhof gegeben? Warte mal. Ja, warte mal. Da brauchen sie jetzt Zeldrung. Da brauchen sie auch den Einser. So, okay. Dann kommen sie jetzt nicht wieder zu Zeldrung zurück. Dann nimmst du jetzt sozusagen den Bahnhof, dann fährst du hier weiter. Rat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 
Passagiere steigen ein und aus und der haut wieder ab. So wollen wir das doch. Es fehlt natürlich dann nur noch hier ein dementsprechendes Verkehrssystem mit einem Bahnhof hier in der Nähe auch, damit dann hier die Züge rein und rausfahren können. Hier müsste auch gleich schon der nächste Zug durchkommen, kann das sein? Ah, der nächste Zug ist gerade hier angekommen, okay. Ah, schau an. Die Leute sind echt interessiert an dem System hier. Klar, sie müssen hier noch ausbaut werden, also die Stadt braucht zum Beispiel noch einen Ausbau und alles drum und dran, aber sie stecken schon am Netz. Und das ist natürlich schon genial. Hier auch der Bereich steckt schon am Netz, der steckte ja schon am Netz und hat jetzt noch eine Möglichkeit bekommen, wie sie verkehren können. Und wie es ausschaut, ist das Verkehrsaufkommen jetzt ein bisschen höher. Okay, unerwartet. Aber hey, was willst du machen? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.